Und damit, yo Leute, was geht? Start der Rückrunde. Heute zu Hause gegen Leverkusen. 18. Spieltag, erster Spieltag der Rückrunde. Das Hinspiel haben wir 2-0 verloren in Leverkusen. Eins der drei Spiele, was wir dann halt verloren haben. Bayern hat schon gespielt. 44 Punkte. Wir können wieder vorbeiziehen auf Platz 1 mit 45. Wir gehen in die Partie rein, unverändert. Und nach dem Spiel gucken wir uns nochmal an, was für ein Kader wir jetzt haben. Viele Abgänge, viele Leihspieler, die uns verlassen haben. Aber gar kein Problem. Wir gehen so rein und dann gucken wir. Oder wir gucken am Ende des Transferfensters rein. Ist eigentlich schlauer. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier in diese Partie. Falls euch das ganze Format gefällt, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen und unbedingt die Glocke aktivieren. Gerne mal euren Lieblingsverein für ein Format reinschreiben. Und vielleicht wollt ihr ja auch einfach mal eine Spielerkarriere oder ihr wollt mal eine Karriere mit einem eigenen Verein. Auch das könnt ihr gerne reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, was eure Meinung da ist. Auf geht's. Kriegen wir hier erstmal Bayer aus der Arena, Junge. Nicht wie im Hinspiel, heute sind wir dran, werden hier gehalten, kein Foul, Schiedsrichterin, top. Finde ich schon wieder super. Sind jetzt erstmal hier auf Außen mit Bülter. Stellen erstmal alles gut zu. Matriciani fängt hinten ab. Auf geht's über Asano. Jetzt über Schieder. Super dazwischen. Haut den Jungen erstmal richtig weg. Gewinnen jetzt den Ball und jetzt mal Konter über Drexler. Okay, ins 1 gegen 1 Metall gewinnt das erstmal. Nochmal ein 1 gegen 1 mit irgendjemand anderen, keine Ahnung wer. Frei kommt zum Abschluss, aber Block. Drexler wichst hier jetzt auch nochmal richtig rein, aber zieht er dann nur das Foul. Gab Vorteil, ist aber wieder abgelaufen. Beste Heimbilanz. 9 Spiele, 24 Punkte. Ich glaube, wir haben ein einziges Heimspiel verloren, das war gegen Gladbach. Und gehen jetzt auch hier nach 10 Minuten in Rückstand mit 1 zu 0 durch Ronald. Ja, 2-0, 12. Minute geht so leicht. Amiri, jetzt müssen wir wach werden. Jetzt müssen wir kommen, heim sind wir stark und das Ding können wir noch drehen. Das können wir noch drehen. Das sind erst 12 Minuten gespielt. Ja, keinen guten Start hier rein ins Spiel. Zwei Fehler. Leverkusen, absolut schnelle Mannschaft. Und ich glaube, das hat uns auch im Hinspiel so genockt. Diese einfach schnellen Dinger hinten durch die Kette und keiner kommt mehr hinterher. Da müssen wir aufpassen. Jetzt mal hier Matriciani auf Außen. Gewinnt den Ball erstmal. Sehr wichtig. Mit Asano. Der verliert ihn erstmal, aber holt ihn wieder überführig. Kommt nicht mehr an. Schade. Den jetzt hier erstmal gut. Jetzt nochmal über Asano und Führich. Der nimmt mal jetzt frei mit, kommt aber am Bein dazwischen. Ja, Leverkusen ist gut drinne hier. Wir kommen noch nicht so entscheidend dahin, wo wir hin wollen, und zwar vor das Tor. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Abseitsstellung hier, haben den Freistoß und den Ball. Jetzt vielleicht über Yoshida mal über die andere Seite. Der Extra verliert den Ball aber auch wieder. Schade. Gewinnen jetzt hinten den Ball auf sicher über Drexler nochmal. Der gewinnt jetzt erstmal den Zweikampf über Bülter und der verliert halt den Ball auch wieder. Also wir kommen vorne nicht durch. Das ist sehr schlecht gerade. Jetzt Kraus mit dem Ball gewinnen. Nochmal frei. Der setzt sich erstmal durch. Und jetzt ist frei erstmal durch. Vielleicht der Anschluss jetzt. Frei mit dem Abschluss 1-2. 24 Minuten, wir sind wieder dran. Ball mitnehmen und weiter geht's. Jetzt über Bülter. Jetzt auch mal so ein Doppelschlag wie Leverkusen. Nochmal in die Mitte, auch frei. Da kommt rein. 2-2. 2-2, Junge. Da ist der Doppelschlag. Da ist der Doppelschlag. 2-2. Wir sind wieder da.
24 und 26, auch in 2 Minuten, zweimal frei, Doppelpack auch noch. Da sind wir wieder unentschieden, Ausgleich. Was geht hier noch? Drehen wir das ganze Spiel jetzt einmal. Vielleicht drehen wir es noch in Halbzeit 1. Schieler kommt erstmal nicht dran. Jetzt hier nochmal raus über die AB, der hat Tempo. Gegen Uwe Jan. Setzt sich durch, Tor 3-2. Amiri Doppelpack. Boah, was ein Spiel jetzt hier. Aber wir sind wieder da, wir sind auf ein Tor dran. Jetzt aufpassen, dass wir hier nicht wieder einen Doppelschlag kriegen. Kraus gewinnt den Ball, sehr wichtig. Und jetzt nochmal raus über Drexler. Nochmal über Bülter. Und nochmal raus, Asano. Nimmt nochmal Führich mit. Brauchen jetzt in der Mitte den Abnehmer frei. Kein Dreierpack. Ich wollte schon sagen Dreierpack. Ich habe das Ding so drinnen gesehen. Schade. Fans sind da. Leverkusen mit dem Schuss. Fährmann zur Stelle gibt Eckball. Fährmann ist zur Stelle, hat den Ball fest. Und jetzt vielleicht mal nach vorne im Konter. Über Asano, über Drexler. Hier nochmal auf Bülter spielen, kommt nicht an. Schade. Drexler nochmal mit der Grätsche. Ich glaube, jetzt gibt es echt Geld. Zweite Mal zu spät. Matriciani fängt hinten erstmal ab. Okay. Jetzt vielleicht mal über Asano was starten. Setzt sich gut durch da. Wichtig. Jetzt nochmal auf frei. Bleibt nochmal dran. Ne? Aber kriegt das Ding nicht mehr nach vorne. Wäre, glaube ich, auch dann abseits gewesen bei Führich. Uwe Jan gewinnt jetzt den Zweikampf gegen Diaby. Verliert den Ball dann aber auch wieder. Jens ist zur Stelle. Okay. Jetzt vielleicht mal. Über Bülter. Über Drexler. Jetzt aber mal durch hier. Drexler mit Tempo. Wird abgelaufen von Andrich. Nimmt nochmal Kraus in der Mitte mit. Dann nochmal auf frei. Frei mit dem Abschluss, Radetzky. Super Parade. Warum hält Fährmann nicht manchmal so? Bei diesen leichten Bällen. Julian kommt nochmal dran, Diaby ist erstmal durch. Ja, Diaby, sehr schneller Spieler. Jetzt Schuss, Latte. Fährmann war wohl noch dran, ja. Gibt Eckball. Da müssen wir jetzt erstmal raus. Haben wir erstmal. Andrich nochmal mit dem Kopfball. Fährmann ist da. Halbzeitpause. Spielstand 3-2 hier im Heimspiel. Fans feiern trotzdem. Kriegen Applaus. Sind vom 0-2 nochmal rangekommen. Kriegen dann etwas später das 3-2. Alles drinne. Können hier in Halbzeit 2 auf jeden Fall noch gewinnen. Und das Spiel nochmal auf den Unentschieden und vielleicht auch komplett auf unsere Seite ziehen. Abfahrt. Raus erstmal da. Kommen jetzt nochmal durch die Leverkusener. Schuss. Fährmann ist da mit dem Fuß. Hält den Ball erstmal nicht fest, aber jetzt im Nachfassen. Jetzt mal über außen, über Uwe Jan. Lässt erstmal die Diaby richtig rutschen. Jetzt mal Kraus. Die Option nach außen, die ist da. Er kommt nicht an, schade. Wäre ein schöner Ball gewesen. Kommt aber nochmal ein Fuß dazwischen. Jetzt nochmal außen, Diaby. Den Uwe Jan. Stellt erstmal was rein. Haben jetzt hier den Ball über Yoshida und über Führich. Jetzt vielleicht mal über außen. Über Asano. Der setzt sich erstmal durch. Wird ein bisschen gehalten, aber ist schneller. Asano jetzt im 16er. Da fehlt die Option. Aber holt die Ecke raus. Sehr wichtig. 55 Minuten hier. Uwe Jan mit der Ecke. Aber braucht er mir nicht zeigen. Ich kann ecken. Danke. Ich kann ecken. Und die kann ich. Super. Schade. Radetzky nochmal da. Gegen frei. Vielleicht nochmal Kraus. Aus der Distanz. Wird nochmal geblockt. Wird nochmal Ecke geben. Nächste Ecke. Uwe Jan. Uwe Jan nochmal auf Jens. Erstmal nichts. Nochmal raus. Auf Asano. Uwe Jan. Zu
sucht noch meine Mitte ein. Findet erstmal keinen Abnehmer. Bleiben vorne dran, über Kraus nochmal, über Uwian. Der muss sich jetzt erstmal hier durchsetzen gegen Diaby. Macht er. Über frei. Er verliert erstmal den Ball. Jetzt muss die Rückwärtsbewegung stimmen. Die stimmt. Matriciani ist da, sehr wichtig. Jetzt nochmal Asano, baut nochmal Tempo auf und nimmt nochmal Führig mit. Der nochmal mit Tempo auf außen. Flanke. Wird abgeblockt durch Kahn. Gibt nochmal Ecke. Hä? Okay, wir werden wechseln. Schiedsrichter gespannt. Top. Wird Abschluss geben. War auch gar nicht abgeblockt oder so. Feier ich. Anti-Agile für Bülter, damit wir ein bisschen Tempo reinbekommen. Kraus wird draufbleiben. Und Matriciani auch. Also wir werden nur Anti-Agile nochmal wechseln auf außen, um dann nochmal ein bisschen Tempo reinzupfeffern. Ja, wo, ob das jetzt genau ein Abschluss war, will ich mich nicht festlegen. Für mich war es keiner. Aber okay. Den Wechseln haben wir abgeschlossen. Weiter geht's. Bakker kommt nochmal für Calvert-Lewin bei Leverkusen. Auch der Junge hat nochmal Tempo. Aber Anti-Agile auch. Mal gucken, was er so anrichten kann. Gegen Diaby oder so. Super Laufmaschine. Jetzt nochmal frei. Will nochmal Führig mitnehmen. Kommt erstmal nicht an. Yoshida gewinnt hier den Ball. Wird hier nochmal geblockt. Anti-Agile. Wird Abschluss geben. Da kommt er nicht mehr ran. Ja. Weiß ich nicht, ne? 65 Minuten haben wir jetzt hier auf der Uhr. Wenn jetzt hier den Ball auf außen über Matriciani. Matriciani ist hier noch am Ball. Setzt sich erstmal durch. Nächstes Spiel ist von Leverkusen. Für uns irrelevant. Zahlen wir mal zwischen. Jetzt ein Einwurf hier tief in der Hälfte von Leverkusen eigentlich. Die Fans kommen immer mehr. Sie spüren, hier geht noch was. Sie spüren es. Uwian blockt nochmal gegen Bakker. Yoshida ist nochmal da. Nochmal geblockt. Nochmal irgendwie Tor. 4-2. Im 10. Schuss. Fährmann sieht wieder nicht gut aus. Wie so oft. Was können wir machen? Hier wieder der Block. Ja, sicher. Das ist natürlich nichts. Schiri. Also ich werde hier doch nur gehalten. Warum wird denn hier nichts gepfiffen, ey? Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Mein Gott, Junge. Wer stellt diese Alte denn hier immer hin? Ja, Tor 5-2. Das ist der Knockout. Aber Junge, das ist ein klares Foul. Junge, was ist denn falsch mit der? Gleich nochmal außen über Drexler. Komm. Wir geben uns nicht auf. Unentschieden ist drin. Wir werden noch nicht mehr wechseln, dafür nehme ich mir keine Zeit mehr. Ging das jetzt hier mit dem einen Wechsel runter. Kommt nochmal beiden dazwischen, wichtig. 10 Minuten haben wir jetzt noch auf der Uhr. Für 3 wird schwer. Nochmal Uwian. Nochmal Kraus. Komm, jetzt nochmal. Kraus. Radetzky. Ah, soll nicht sein. Soll nicht sein. Uwian nochmal mit der Ecke. Die muss rein. Ah, die kommt schlecht. Nochmal Yoshida. Auf Drexler mit dem Schuss. Drexler, Tor. 3-5. 7 Minuten haben wir noch. Für 2. Nochmal raus über Asano.
Setz dich nochmal durch. Ja, aber nicht in der Mitte. Junge, wer ist dieser 16er eigentlich? Dieser komische Mustrali oder so, Digga. Junge, der hat alles. Ja, nochmal Schuss, Fährmann. Ist nochmal da, gibt nochmal Ecke, Monster läuft. Das Spiel geht auf jeden Fall verloren. Zweiter Heimspiel, was wir verlieren. Wir verlieren noch das Rückspiel gegen Leverkusen, wie das Hinspiel. Wie wir es jetzt verlieren noch, ist die Frage. Vielleicht kriegen wir noch ein Tor aus 4, 5. Ein bisschen die Tordifferenz zu halten, aber ja, Schiedsrichter war wieder bodenlos. Zwei Tore, die aus dem Foul resultieren. Sehr, sehr schlecht gepfiffen. Ja, ich hoffe, die kriegen wir im nächsten Spiel nicht. Und ich hoffe, wir kriegen Leverkusen auch nicht im Pokalspiel. Und ja, wird das vielleicht die dritte Niederlage. Ja, das war's. 3-5 geht das Spiel hier aus. Ja, Schiedsrichter gespannt, bodenlos schlecht. Absolute Frechheit, ne? Eine klare Ecke bei Tah, die gibt es nicht. Klare Fouls werden gar nicht gepfiffen, wo klares Ziehen und so wirklich sichtbar ist. Klare Blocks, die nur an den Mann gehen. Sehr, sehr schlecht auf jeden Fall. Kann man nichts machen. Niederlage nehmen wir mit. Ist uns egal. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt beim nächsten Spiel. Also wir werden nicht auf die 1 rutschen, werden aber auf der 2 stehen bleiben. Mit 2 Punkten Vorsprung. Ich spiele bei der TSG Hoffenheim. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Haut rein und ciao.